und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf krone.tv. Hallo Norbert, schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Freut mich natürlich sehr. Wie schaut es bei dir körperlich aus? Die englischen Runden machen mir schon völlig zu schaffen. Also ich bin, glaube ich, nicht mehr der Allerjüngste und der Allerfitteste, wie man sieht. Ja, es ist schon anstrengend, aber körperlich nicht so. Ich spüre es ein bisschen bei der Stimme, aber sonst geht es mir schon gut. Bei der Stimme spürst du es? Du redest ja fast nie. Ja, die paar Sätze, die wir reden, ist ja gar nicht redenswert. Wo warst du am Dienstag eigentlich? Ah, nein, haben wir kein Live-Spiel gehabt. Du warst zu Hause vor dem Fernseher. Am Dienstag war Europacup. Wer hat gespielt? Bruck, Neusel? Gent gegen Rapid. Ja. Das war Gent. Zum Anschauen. Nicht zum Anschauen. Gut, dann musst du dir halt mehr von der dritten Liga anschauen. Ne? Das sowieso. Nein, wissen wir ja. Wir waren natürlich wieder auf den Plätzen unterwegs. Es hat viele Nachtragsspiele gegeben, aber eine oder eigentlich zwei Zahlen oder ein paar mehr Zahlen, würden wir Ihnen gerne jetzt näher bringen. Von 14.542 angesetzten Spielen, quer durch alle Ligen und Bewerbe des Landes, konnten planmäßig wie viele Partien durchgeführt werden? Was glaubst du? Hab's ja schon verraten vorher. Das ist jetzt unfair. Ja, ist unfair. Sag's lieber so, dass es stehen. Klar. Gut, okay, ich sag's trotzdem. 13.992 Partien sind planmäßig durchgeführt worden. Das entspricht einem Prozentsatz von, lass mich kurz ausrechnen. Das sind die 96. Ja, 96,22. Ja, habe ich mir gedacht, ja. Guter Wert eigentlich, oder? Wo man ja immer hört, der ist in Quarantäne und der ist in Quarantäne und die können nicht spielen und die können nicht spielen. 96,22% ist ja fast schon so wie die Rate, die eigentlich gesund ist in Österreich. Die liegt ja nur knapp bei über 99%. Ja, na, ich bin begeistert gewesen, wie viel eigentlich stattfindet. Das sieht man, wie gut organisiert alles ist, wie viel Herz dahinter liegt und was alles passiert. Und das ist funktioniert. Und das ist sehr positiv und erfreulich eigentlich. Und die Spieler, die nicht planmäßig über die Bühne gehen, gehen halt dann unter der Woche über die Bühne und machen uns natürlich auch das Leben schwer, weil wir viel mehr arbeiten müssen und viel mehr am Platz sein müssen und viel mehr schneiden und viel mehr reden und viel mehr. Aber ist ja gut, wir lieben den Fußball, das ist unser Job, machen wir ja gerne und wir bringen das ja natürlich auch den Leuten vor den Fernsehschirmen, vom Computer, vom Handy und so gerne wieder. Hast du da irgendwas angeschaut, außer Rapid? Hast du irgendwas mitbekommen, die Tore? Hast du dir das alles, dass du auch gut darüber reden kannst? Erstens bin ich bei Fan.at dabei, kriege alle Tore live und sofort. Hast du bei Rapid nicht viel gekriegt, gell? Ja, das Handy liegt beim Fernseher oder auf der Couch und kriege immer die Stände mit. Ich weiß immer, wie viel steht überall und wenn ich möchte, kann ich mir sofort das Tor anschauen. Also bin gut informiert und hinterher kann man sich dann alles nochmal anschauen und das ist hervorragend. Ja, wir werden einmal einen Kontrollanruf machen bei Herrn Schweizer am Dienstag am Abend und werden ihn fragen, wie viel steht bei irgendeinem Spiel. Die erste Runde hat ja auch eine Absage gehabt, das Spiel Wiener Sportclub gegen Mannsdorf, also FC Machfeld, Mannsdorf, Gosenzersdorf, Donauen, hat ja nicht stattgefunden. Wäre unser Live-Spiel gewesen, so wie eigentlich alle unsere Live-Spiele bis jetzt nicht stattgefunden haben. Ich hoffe, dass wenigstens das am Wochenende stattfindet, was wir uns vorgenommen haben, als Live-Spiel zu zeigen. Wir verraten es nicht, weil vielleicht machen die uns noch einen Strich durch die Rechnung. Genau. Aber in der ersten Runde war dieses Spiel abgesagt, das ist jetzt nachgeholt worden. Der Sportclub, zwei Spiele, zwei Siege, die Machfelder, die Mannsdorfer, zwei Spiele, eine Niederlage, einen Sieg. So lala in die Meisterschaft gestartet, kann man sagen, gegen Stripfing dann doch die klar schlechtere Mannschaft gewesen, verloren, der Sportclub mit zwei Siegen quasi. Aber eines ist uns aufgefallen in den Duellen, die bisher bei diesen beiden Mannschaften waren, der Sportclub vor allem bei Standards brandgefährlich. 5 Tore insgesamt geschossen, 4 aus Standards. Ja, das ist momentan ihre große Stärke. Aus dem Spiel funktioniert es noch nicht so gut. Aber wenn man so drüber kommt und wenn man mit Standards Spiele entscheiden kann, dann Hut ab, das sind Punkte, die man gerne nimmt. Egal, ob direkt Corner oder aus einem Corner oder aus sensationellen Freistößen. Ja, aber sind super Standards und so wie Belian oder Todorowski, super Fuß und das ist ein Riesenvorteil. Die Mannsdorfer, sagen wir jetzt einmal, eben nach dieser Niederlage gegen die Stripfinger ein bisschen so geknickt vielleicht. Und jetzt kommt noch was dazu, sie waren ja schon einmal in Quarantäne.
Jetzt haben Sie wieder einen Corona-Fall gehabt, aber nur einen. Und deswegen haben Sie ja trotzdem spielen müssen, weil erst ab 3 nachgewiesen Corona-Fall kann man absagen. Ist das so irgendwie wieder dann in den Köpfen drinnen, so, boah, jetzt fällt schon wieder einer oder jetzt müssen wir vielleicht schon wieder absagen? Ja, aber das muss man momentan kompensieren. Das ist Corona und das ist das größte Problem beim Ganzen. Also ich finde es toll, dass die Vereine immer versuchen, alles zu spielen, auch wenn bessere Spieler fehlen, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon. Besser als wir verschieben alles und verzehren ein bisschen den Wettbewerb. Jetzt muss man halt mit dem ganzen Kader auskommen. Das passiert auch und finde ich eigentlich sehr positiv. Und vielleicht gewöhnt man sich dran, kriegen mehr Spieler Einsätze und wird vielleicht der Kader übers Jahr besser oder kommen mehr zum Spielen auch und ist eher positiv. Du siehst es eher positiv. Schon positiv und ich finde es auch gut und deswegen sind wir auf einen Schnitt von 96% der Spiele, die durchgeführt werden, weil man halt sagt, okay, wir sagen es nicht ab, sondern wir verzichten halt auf den einen oder anderen und wir haben genug Spieler im Kader und wir geben denen Wertschätzung. Die Machfelder haben auf alle Fälle mal auf Spieler verzichten müssen. Wie sie beim Sportclub agiert haben und den einen oder anderen Punkt mitnehmen konnten, das schauen wir uns jetzt an. Das Nachtragsspiel der ersten Runde heißt Wiener Sportclub gegen Machfeld Mansdorf. Die Mansdorfer in roter Sportclub, in traditionell schwarz-weiß. Und der sieht gleich die erste Möglichkeit der Gäste aus Mansdorf. Nowotny probiert da eine Direktabnahme. Der Ball geht aber dann recht deutlich am Tor von Florian Brüllhof vorbei. Und der Sportclub aus Standards immer wieder gefährlich in den letzten Spielen dieses Mal. Aber nicht so Heiden mit dem Kopfball, der geht dann aber nur auf die blaue Tribüne. Dann Fehlpass von Heiden, der kommt postwendend wieder zurück auf den schnellen Opong. Der läuft da Dimov davon, Opong mit dem Pass in den Rückraum, aber Luca Pichler trifft den Ball nicht richtig. Die nächste Möglichkeit für die Mansdorfer vergeben. Vielleicht klappt sie aus einem Eckball. Mula Halilovic holt sich da den zweiten Ball. Mit der guten Flanke, Robert Benschun ist da. Und das ist halt nur ein Innenverteidiger. Tolle Möglichkeit für die Mansdorfer. Der Sportclub. Nur aus Standards gefährlich. Dimov. Aber auch den trifft er nicht richtig. Das Ziel war wieder die blaue Tribüne hinterm Tor. Opong, der hat viel Wirbel gemacht auf der Seite, egal ob rechts oder links. Der geht da wieder mit seiner Schnelligkeit vorbei. Josic und dann ist es David Oroschi mit dem Ball doch recht deutlich übers Tor. Der Sportclub mit einem weiten Einwurf und dann Hirschhofer, Petermann. Und das war die größte Möglichkeit für die Dornbacher. Thomas Hirschhofer war es. Und der steht noch im Fokus in der ersten Halbzeit. Küssler. Mit dem Pass in die Mitte und Hirschhofer ist vor Petermann diesmal am Ball und diesmal passt 1:0, 43. Minute. Der Sportclub geht in Führung. Etwas glücklich würde ich sagen, da die Mansdorfer die besseren Chancen hatten. Hirschhofer nützt er seine Größe aus und Trainer Weinschabel kann zufrieden wieder Platz nehmen auf der Betreuerbank des Sportclubs. 1:0 also für die Heimischen, für die Dornbacher und die haben gleich die nächste Möglichkeit. Herrlicher Pass in die Tiefe und das ist Todorowski. Todorowski! Petermann hält und bewahrt seine Mannschaft vor einem weiteren Gegentreffer. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Todorowski mit der Spielverlagerung auf Miroslav Beljan. Und er hat ja gegen Wiener Viktoria ein tolles Tor erzielt. Auch da hat nicht viel gefehlt. Guter Schuss von Beljan. Hirschhofer nützt wieder mal seine Größe aus auf Küssler. Im letzten Moment noch gerettet von den Mansdorfern. Gute Möglichkeit für den Sportclub. Dann ist René Krivak im Spiel. Der ist ganz neu reingekommen. Opong auf Krivak und das dauert 9 Sekunden. Meine Damen und Herren, 9 Sekunden vom Anpfiff des Schiedsrichters bis zum Tor von René Krivak. Eben erst eingetauscht, 9 Sekunden später köpft er den Ausgleich. Aber Luka Kusic und Brüggelhof sind sich da nicht einig. Carsten Janka schaut zwar ein bisschen grimmig, aber freut sich innerlich sicher über den Ausgleich. Gutes Händchen gehabt. Und dann Dimov, guter Ball.
Und dann dürfen sich die Mansdorfer bei Petermann bedanken, der diesen Kopfball von Küssler gerade so noch pariert. Aber das Spiel nimmt jetzt noch mehr Fahrt auf. Viel mehr Chancen. Und was für welche? Küssler, Todorowski. Aber den trifft er nicht aufs Tor, der andere Todorowski. Gute Aktion, der Weinstapel-Elf. Die ist schon wieder da. Timov wird da nicht attackiert, zieht ab, abgefälscht, Tor! 2:1 Wiener Sportclub, 77. Minute. Und sogar Brügelhof jubelt da in der gegnerischen Hälfte. Ab zur Friedhofstribüne. Der Sportclub hat das Spiel wieder in der Hand. 2:1, abgefälschter Ball. Unhaltbar für Petermann. Timov mit einem Treffer. Mansdorf hat jetzt nicht mehr viel Zeit. Jakov Josic, gut gespielt. Opong, Opong auf Krivak, Brügelhof, Krivak, Brügelhof. Unglaublich. Was zwei tolle Chancen. Von Krivak zweimal hält Brügelhof sensationell und somit auch den Sieg des Sportclubs fest. Hier, erste Parade, dann zweite Parade und dann hat er den Ball. Der Wiener Sportclub gewinnt. Robert Weinstaffel darf sich freuen über die nächsten drei Punkte. Ja, der Sportclub gewinnt also mit 2:1 wieder keine Punkte für die Mansdorfer. Standardsituation braucht Philipp Timov nicht, der nagelt einfach den Ball aus. Unglaublich, 25, 30 Meter rein, somit Siegestor geschossen. Ja, top. Herrlicher Treffer, oder? Ja, besonders. Und die macht er hin und wieder. Also so 2-3 im Jahr hat er da, die er da trifft. Ja, und das ist eine große Stärke von ihm. Zu den Mansdorfern muss man halt sagen, sie haben schon eine sehr schwere Auslosung. Sie haben in den ersten Runden wirklich, glaube ich, die absoluten Titelanwärter. Sind durch die neue Gestaltung des Kaders und durch viele Abgänge, neue Zugänge noch nicht so gefestigt. Hätten sie es sicher leichter getan, wenn es nicht die Stripfinger gleich am Anfang erwischen oder dem Sportclub, aber das ist leider so. Gewonnen haben sie ja gegen Dreiskirchen ja auch nicht gerade ein leichter Gegner, weil wir wissen, eben, Dreiskirchen ne? ist auch nicht leicht zu spielen. Aber aus drei starken Mannschaften einen Sieg ist okay. Wir müssen halt schauen, dass die Nerven nicht verlieren oder dass das jetzt zu negativ gesehen wird, weil die leichteren Gegner kommen noch und sie werden schon noch in Tritt kommen, hoffe ich halt. Der Sportclub, 3 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte? Ja, top. Haben sich besonders verstärkt, sage ich. Der Kader ist um vieles besser wie letztes Jahr. Und momentan funktioniert es über Standards, aber die zählen genauso. Und wenn man schaut bei den WMs, bei den EMs und sonst irgendwas, über Standards gewinnt man Spiele. Es funktioniert gerade. Hoffentlich bleibt so. Aus dem Spiel heraus kommt noch nicht so viel, beziehungsweise wird auch viel vergeben. Wird auch viel vergeben, richtig. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel und da gibt es so eine kleine Vorgeschichte. Bruck an der Leiter gegen Dreiskirchen hat gespielt. Bei diesem Spiel war ich, das habe ich mir nicht entgehen lassen, diesen Kracher kann man schon sagen. Bruck, für dich eigentlich vor der Meisterschaft so ein Mittelständer oder was war Bruck für dich? Ja. Wenn man so die letzte Saison auch hernimmt und jetzt die neue mit Verstärkungen hernimmt und so? Na, so wie du sagst, letztes Jahr glaube ich, durchschnittlich, vor allem in den Heimspielen, schwächer als gedacht, haben sich eigentlich auswärts die Punkte geholt und daheim meistens gestrauchelt. Da kommt man auch nicht ins vordere Drittel in der Tabelle. Und heuer sind sie wirklich unglaublich gestartet und man sieht dann, wie so Mannschaften dann dieses Selbstvertrauen mitnehmen und jetzt Spiele gewinnen, die wir ihnen am Anfang nicht zugetraut haben. Die Dreiskirchner, also ich sage jetzt mal zu Brucke, sie haben immerhin Matthäus Spaukner bekommen, der war bei Abbruch der Meisterschaft letztes Jahr Torschützenführender. Mhm. Also das ist schon mal eine Verstärkung, wo ich sage, die hat der Sandner Elf gefehlt, die haben sie dringend gebraucht, aber das brauchen viele Mannschaften. Genau. So wie der Gegner, glaube ich, der hätte auch gern so einen Stürmer wie Matthäus Paugner oder wie Osman Bozkurt, der halt im 16er präsent ist, weil das ist genau das Dreiskirchener Spiel. Max Entrup immer noch verletzt, fehlt an allen Ecken und Enden, wie man sieht. Aber das Spiel der Dreiskirchener gefällt dir. Sie spielen Fußball, das ist einmal etwas, was dir sehr gut gefällt, aber die Effizienz war halt noch nicht wirklich so da. Gegen die Admira haben sie sich sehr schwer getan. Schauen wir jetzt mal, wie sie sich gegen Bruck getan haben, oder? Schauen wir rein in die Partie. Die Brucker, die auf einmal eine Heimstärke irgendwie dahergezaubert haben gegen die Dreiskirchner, die gerne zaubern, aber meistens in Schönheit sterben. Marvin Toos von FCM Dreiskirchen und Michi Lechner vom ASK Bruck an der Leiter.
stehen sich mit ihren Mannen heute im Niederösterreich-Duell gegenüber und die Dreiskirchner starten furios. Haas auf Bayrami, erste Möglichkeit Außennetz. Die erste Duftmarke ist gesetzt im Spiel. Die Dreiskirchner, wie immer, im Klein-Klein hervorragend. Wieder ist es Bayrami, dieses Mal auf Haas. Haas bringt die Flanke und in der Mitte ist es Robin Linhardt. Aber Stadler im Tor. Der Brugger hat keine Mühe mit dem Abschluss des Dreiskirchner Stürmers. Nach 30 Minuten circa ist es dann für Schiedsrichter Wilhelm vorbei. Ein Zirkel, wie man so schön sagt, beendet das Spiel für ihn. Neu dann als Schiedsrichter Gernot Fuchs unterwegs mit einem jungen Assistenten. Die Dreiskirchner spielen aber weiter nach vor. Guter öffnender Pass auf Noah Lederer. Der wird nicht attackiert, sieht Linhardt an die Stange und dann ist es Florian Fischauer, der die Dreiskirchner verdient mit 1-0 in Führung bringt. 41. Minute. Die Dreiskirchner führen also. Stadler zieht die Hand noch weg. Der Ball geht an die Stange. Fischauer hat mit dem Nachschuss aber dann keine Mühe und bringt die Bachmeier Toller 11 kurz vor der Halbzeit also in Führung. Und wieder geht es über die linke Seite der Dreiskirchner und wieder ist es Haas. Fischauer hat viel Zeit, schlänzt den Ball aber neben das Tor. Noch ist die erste Halbzeit nicht vorbei. Die Dreiskirchner immer wieder über die Flanken. Hier ist Eldis Bayrami der Abgeber diesen Schusses. Aber Stadler fängt ihn runter, keine Probleme. Markus Bachmeier sieht dann diesen Fehlpass seiner Mannen. Elbel, abgefangen von dem Bruckern. Elbel, der zieht ab und trifft 1-1. Unfassbarer Schuss, Marco Elbel. Da zeigt er an, ja, der Rechte war's. Schaut her, mein Oberschenkel. Toller Schuss von Marco Elbel. Aber wieder so ein Fehler der Dreiskirchner, der bestraft wird. Fehlpass im Mittelfeld, Ball abgefangen, Gegentor kassiert. 1-1 auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel die Brugger mit Ivic, mit dem Freistoß. Der kommt gut, Grischke mit der Faustabwehr und dann mit der Flugparade. Grischke im Tor, der Dreiskirchner kann also einen Rückstand verhindern. Mario Sandner nicht ganz zufrieden, oder doch? Schauen wir mal. Bayrami, nächster Freistoß, Stadler, kleine Unsicherheit. Aber Tomasz Bokai hilft ihm da aus, klärt für die Brugger. Kischke, weiter Abschlag. Gut gemacht von Fischauer. Und dann Helic. Herrlich gesehen, Baltowski, der ist eingewechselt worden. Knapp am Tor vorbei. Die nächste gute Möglichkeit für die Dreiskirchner in diesem Spiel vergeben. Ja, die Chancenauswertung und die Abwehrschwäche. Das sind die zwei Mankos der Dreiskirchner. Ob sich die vielleicht rächen? Lechner. Die Dreiskirchner bekommen den Ball weg. Sarah postet ihn wieder zurück. Und das ist Matusz Bogner. Eine Drehung, eine Körpertäuschung. Und dann ist er drinnen. 2-1. Herrlicher Treffer von Matusz Bogner. Angenommen. Eine Drehung, eine Körpertäuschung. Und dann ins lange Kreuze. Keine Abwehrmöglichkeit für Grischke. Die Dreiskirchner haben zwar abseits reklamiert, aber Marvin Trost hat es aufgehoben. Der Treffer also regulär. 69. Spielminute, 2-1. Die Brugger führen. Und die wollen mehr. Lechner sieht in der Mitte wieder Matusz Bogner. Grischke mit der Faustabwehr. Und dann ist es Elbel mit dem Zuspiel auf Matusz Bogner. Aber der schon im Abseits. Richtige Entscheidung von Fuchs. Da hätte er müssen schießen, der Marco Elbel, und nicht abspielen. Mario Sandner, der weiß genau, was er will. Er will nämlich die drei Punkte. Freistoß für die Brugger. Und da hinten ist Thomas Bokai. Grischke kann abwehren. Es bleibt beim 2-1. Leo Marosch dann in der Schlussphase mit diesem Fehler. Der Konter der Brugger, Dejanovic. Muster gültig auf Matusz Bogner. Markus Bogner macht nicht das 3-1, oder doch, nein, an die Stange. Zuerst an Grischke gescheitert, dann an der Stange. Das wäre es gewesen, kurz vor dem Ende. Das dritte Tor
Dann kommen die Dreiskirchner noch zu einem hohen Ball in den Strafraum, aber der geht an Freund und Feind vorbei. Endstand 2:1 für Bruck. Ja, wieder mal so gekommen, wie vermutet. Die Brucker, drittes Spiel daheim, dritter Sieg. Also das hat es in der ganzen letzten Abbruchsaison nicht gegeben. Da waren sie 14. in der Heimtabelle mit 8 Punkten. Also da haben sie jetzt schon einen Punkt einmal mehr geholt als in der letzten Saison. Jetzt da eben 3 Siege in 3 Spielen, Tabellenführer auch noch. Bei den Heimspielen, gut, es hat vielleicht noch keiner 3 Spiele gehabt, aber trotzdem. Aber irgendwie schaut das so aus, als würde Brugg so eine Heimfestung aufbauen, oder? Ja, sie spielen es recht schlau. Sie spielen zwar auch daheim mehr oder weniger sehr kompakt aus der Abwehr und mit dem Umschaltspiel auf Konter mehr oder weniger. Machen viele nicht, aber sie haben die richtigen Gegner jetzt gehabt, wo das möglich ist, und sie haben da jedes Mal einen Sieg erzielt, ne? Zum einen glücklich, zum anderen, sie haben jetzt das Selbstvertrauen und sie stehen kompakt und es passiert wenig. Glücklich, heißt das für dich dem Spielverlauf glücklich oder weil sie halt ein glückliches Tor geschossen haben oder weil die anderen halt mehr Ballbesitz haben als sie und sie halt ein anderes Spiel gewählt haben? Ja, glücklich, weil das Spiel aufgeht momentan. Ich glaube, wenn du Heimspiele hast und sie werden auf destruktive Gegner treffen und dann können sie nicht so auftreten, dann werden sie nicht das Glück haben, mit dieser Art des Spiels zum Erfolg zu kommen. Das habe ich gemeint mit Glück. Aber grundsätzlich, so glücklich war es nicht. Sie haben hinten das gut zugemacht. Die Dreiskirchner sind nicht wirklich ins letzte Drittel gekommen, obwohl sie, wie du immer so schön sagst, gefühlte 90% Ballbesitz gehabt haben. Und sie haben auf die Fehler gewartet im Spielaufbau, die sie machen, und haben gut gekontert. Stangenschuss war auch noch dabei, also das hätte noch höher ausgehen können. Also es war nicht unverdient. Das, was ich sagen wollte noch, die Brucker, ich habe sie auch gesehen gegen Wiener Viktoria. Da haben sie zum Beispiel anders gespielt, haben hoch attackiert, haben schnell über die Seite gespielt, in die Tiefe. Also sie sind für mich ein bisschen variabler geworden. Und ich habe schon vor der Saison gesagt, mit Matusz Paugner da vorne, mit Ivic in der Mitte oder auch Netzin auf der Seite, 3 ganz starke Spieler dazu bekommen. Ich sage, für mich sind die so irgendwie so auch ein Zünglein an der Waage. Und das hat der Sportclub auch schon fast gespürt. Ein glücklicher 1:2-Sieg daheim für den Sportclub über Bruck an der Leiter gewesen. Die Dreiskirchner. Von denen bin ich etwas enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Für mich eine Top-Mannschaft, aber sie bringen die BS nicht auf den Rasen, oder? Sie spielen schön, es ist fürs Auge schön, aber sie machen keine Punkte, sie sind nicht effektiv. Aber das waren sie in den letzten Jahren auch schon nicht. Es hat sich quasi nichts geändert aus den letzten 2 Jahren. Vielleicht spielen sie es noch schöner und sind noch präsenter, aber der Spielaufbau hat immer wieder Fehler drinnen, da kommt der Gegner zu billigen Toren, und wenn du dann hinten bist, musst du das wieder aufholen und der Gegner steht dann kompakter und dann ist das Spiel ins letzte Drittel nicht konkret genug und sie haben wenig Abschlüsse. Gegen Admira ist es noch gut aufgegangen, waren 3 perfekte Situationen oder Aktionen zu den 3 Toren, dazwischen waren wenig Torschancen, zwar viel Ballbesitz, wenig Torschancen, hat sich nicht geändert, nur jetzt treffen sie halt nicht, haben auch keine Überzahl gehabt in dem Spiel. Also es schaut schön aus, aber es fehlt noch ein bisschen was. Aber vielleicht kommt der Feinschliff noch vom neuen Trainer und der wird das reinbringen, weil von der Qualität her sind sie wirklich gut. Die Qualität, ja. Mir kommt so vor ein bisschen, wie wenn ein Plan B fehlen würde. Wenn der Plan A nicht geht, schalte ich um auf Plan B und spiele halt anders. Mir kommt so vor, als würde die Dreiskirchner Mannschaft keinen Plan B, also vielleicht haben sie einen, aber sie können nicht umsetzen. Also sie sind wirklich auf diese spielerische aus, sie probieren alles spielerisch, also sie versuchen alles spielerisch zu lösen. Und das geht halt hin und wieder oder oft in einer Regionalliga Ost nicht, wo Mannschaften wie zum Beispiel auch die Admira halt hinten dicht gemacht hat oder jetzt Bruck dagegen mit Kampfkraft und alles dagegen sich stemmt. Und da geht es halt oft so nicht. Und die Fehler, die sie gemacht haben, wieder Fehlpass, Weitschuss von Marco Elbel, wo die Abwehr, anstatt dass sie herausgerückt ist, sich fallen hat lassen. Und auch beim zweiten Tor hat die Abwehr nicht wirklich gut ausgesehen. Abschlag, wieder nächster Ball rein und sie sind rausgerückt, wo sie vielleicht stehen hätten bleiben sollen, weil sie geglaubt haben, dass er abseits ist, der Matusz Paugner. Oder auch die nächste Aktion, ganz am Schluss, Leo Marusch verliert in der gegnerischen Hälfte am Mittelkreis den Ball und ist ein riesiger Konter und Matusz Paugner trifft nur die Stange. Also diese Fehler ziehen sich ja wie ein roter Faden, glaube ich, durch die letzten 2 Jahre durch, oder?
Ja, da muss man ein bisschen ausgepuffter werden und da geht es aber nicht wirklich um einen. Also ich bin kein Fan von Plan A, Plan B, weiß nicht. Wir drehen unterm Spiel unser Spiel um. Ich glaube, sie haben einen guten Plan, der ist spielerisch, der ist schön zum Zuschauen und sie sollten diesen Plan verfeinern. Da ist noch mehr drinnen, da muss man effektiver werden. Da sollten halt hinten ein bisschen kompromissloser und staubiger spielen, sage ich dazu, weil in der dritten Liga geht es nicht mehr, dass man aus jeder Situation rausspielt oder sollte man nicht, weil du wirst bestraft. Und vorne muss man halt Lösungen finden, dass man wirklich effektiv in den Strafraum kommt, weil mit so guten Spielern auch und mit so einem guten Passspiel und auch das Positionsspiel ist in Ordnung, geht es dann darum, wie komme ich ins letzte Drittel, und das gehört noch verfeinert, dass sie da jetzt anfangen sollten, einen zweiten Plan auszupacken, wo sie vielleicht dann hoch reinschießen, ansonsten, ich glaube, haben sie die Spielertypen nicht dafür, und das ist, wenn sie ihren Plan A ordentlich durchziehen, glaube ich, gar nicht notwendig, einen B zu haben. Okay, du bist eher so einer, der sagt, ich habe Plan A, ich brauche keinen Plan B. Ist okay. Ich glaube halt eher, dass das meine ich nicht. Eventuell, ich meine nur, dass du, diese Spielerische nicht funktioniert, ja, dann, dass ich zum Beispiel mehr über Seitenspiel oder schneller rauskomme, nicht zu viel hin und her spiele, alles tot spiele, den Gegner totlaufen lasse, wo der sich aber nicht viel bewegen muss, weil die Admira hat sich nicht viel bewegen müssen, weil das Spiel einfach viel zu langsam war. Ja, aber ist okay. Da geht es um Balltempo dann und da kann man in sein eigenes Spiel was dazu kreieren, da muss man nicht gleich ganz anders auftreten. So, jetzt, wenn man dann sieht, der Gegner ist über außen zu knacken oder wir müssen schneller die Seiten wechseln, weil der Gegner gut verschiebt, dann brauche ich halt ein schärferes, härteres Passspiel, da muss ich das reinbringen, dass es nicht so langsam wird, das Ganze, und nicht anfangen mit weiten Bällen oder mit hohen Bällen, wo die Mannschaft keine Stärken hat. Also man kann sein eigenes verfeinern, ist vielleicht dann eher ein Plan B, aber man muss nicht grundlegend viel verändern. Ich wollte gerade sagen, weil die Anlage auch, und da sind wir vielleicht zu kritisch, wirklich gut ist, und ich schaue denen wirklich verdammt gern zu. Also ich schaue Ihnen auch gerne zu, also nicht, dass ich jetzt da nur kritisiere. Ja. Also mir gefällt das Spiel auch, was Sie machen. Nur für mich ist es manchmal zu übertrieben. Das möchte ich damit sagen. Ja, ist also meine Meinung. Bin ich ja auch bei dir. Ist meine Meinung. Und Plan B meine ich auch entweder mit schnellerem Passspiel, mehr über die Seite kommen. Und Sie haben halt zu wenig Tiefe. Aber da kommt vielleicht dann mit Max Entrup, wenn der endlich wieder fit wird, dann auch die nötige Tiefe. Oder der Stürmer, der eigentlich da sein sollte, der ja leider verletzt ist. Kurioses gab es in dem Spiel auch nicht. Nicht, dass Bruck gewonnen hat zum dritten Mal daheim. Das war nicht so kurios. Aber da schied sich der Thomas Wilhelm. Der hat sich nach knapp 30 Minuten verletzt. Der Muskel hat zugemacht, so wie es ausgesehen hat. Böse Zungen behaupten, er wäre zu schnell unterwegs gewesen in diesem Spiel. Gernot Fuchs musste einspringen und als zweiter Assistent ein ganz junger Mann drüben auf der Linie. Dass der kein Assistent war oder ein Schiedsrichter, ein Geprüfter, hat man gesehen, oder? Wir haben ihn öfters in der zweiten Halbzeit dann auf der gleichen Seite gesehen wie der Assistent 1. Also die sind dann gegenüber gestanden. Vielleicht ist das ja trotzdem eine Neuigkeit, wie man dann mit dem Schiedsrichtertum umgehen kann. Das heißt, sie müssen dann beide Seiten beackern, oder? Immer auf Ballhöhe sein. Ja, das war sehr lustig. Muss ich ehrlich zugeben, es war mal was anderes. Der Schiedsrichterassistent hat versucht, die ganze Linie abzudecken und nicht nur seine Hälfte. Und vielleicht hätten sie ihm in der Pause ein bisschen einschulen können und vielleicht ein bisschen unterstützen. Und vielleicht hätten sie ihm auch ein Dress borgen können, weil es war sehr lustig dann in Wirklichkeit und war nicht ligatauglich, sage ich mal. Obwohl ich den Burschen in Schutz nehmen möchte, weil der hat sich voll engagiert und für den war es ein großer Tag und es war wirklich toll. Aber das war halt nicht professionell. Was ich gehört habe, ein Nachwuchsspieler der Brucker, der eingesprungen ist für den verletzten Schiedsrichter. Ja, der na, dann, toll. Wir können nur Danke sagen noch einmal, dass er das gemacht hat, weil ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn er das nicht gemacht hätte. Nein, und vielleicht wäre er dann nicht weitergekommen. Hätten sie ihm halt schon in der Pause geben können, damit so Ausrutscher nicht passieren, dass dann beide Schiedsrichterassistenten auf der gleichen Seite die Abseits anzeigen. Oder das, nein, wieso? Vielleicht jetzt einer anzeigt und der andere nicht. Ne? Also wer hätte aber man hat gesehen, wie fit er ist, weil er hat da wirklich die ganze Seite Spielfeld hat er belaufen. Und er war wirklich gut auf Ballhöhe meistens. Also hervorragend. Sogar auf beiden Seiten. Wir kommen zum dritten Spiel und zum letzten Spiel in dieser Sendung, das auch am Dienstag stattgefunden hat. Für viele ein ganz besonderes. Der erste Wiener Neustädter SC trifft auf den SC Neusiedl am See. Mhm.
für Osman Bozko, Tatzer und Leitgeb, drei Ex-Neusiedler, die ja jetzt zu den Neustädtern gewechselt sind, etwas Besonderes. Tatzer und Bozko haben ja gespielt. Leitgeb hat, glaube ich, noch eine Gipshand gehabt oder so. Ja, und ausgerechnet in diesem Spiel haben die Neustädter unbedingt gewinnen müssen, weil derzeit hat es ja nicht so rosig ausgesehen, nach der Niederlage auch gegen die Straßburger immer noch kein Tor erzielt, einen Punkt nur, war das schon ziemlich bitter. Die Neusiedler, auch irgendwie nicht gerade gut in die Saison gestartet, oder? Außer der Sieg, der gegen Straßburg da war, hat man außer im Cup gegen den WRC noch nicht viel gesehen, oder? Ja, gesehen. Oh ja, sie spielen sehr beherzt. Also die Qualität, die sie haben, schöpfen sie, glaube ich, schon aus. Und sie geben alles. Sie spielen mit allem, was sie haben. Und das ist schon auch, wo wir in Leobendorf live gezeigt haben, sie versuchen alles und sie stehen kompakt und sie bemühen sich. Und sie haben auch nur 1-0 verloren. Damals dann der Heimsieg gegen Straßburg. Wir haben gesagt, extrem glücklich, aber sie sind mit 100% bei der Sache und sie geben alles. Und sie haben nur diese Möglichkeit, bei den Spielen zu bestehen, weil ich glaube, dass sie nicht so hohe Qualität im Kader haben wie fast alle anderen Clubs. Aber trotzdem muss man sagen, sind für mich ein Sympathieträger und immer gut für ein Ergebnis, mit dem man nicht rechnen. Vor allem zu Hause, jetzt haben sie aber auswärts ran müssen und weil du gesagt hast, der Kader ja, ist halt nicht so gut wie bei anderen besetzt. Jetzt hat man auch noch auf Sascha Steinacher, dem Spielertrainer, auf Franz Weber und auf Niklas Sommerer verzichten müssen, also auch noch und, auf drei und weitere. Und noch immer am Jan Feldmann, der Jan Feldmann natürlich das auch. Das sind schon vier Spieler, die fehlen, das tut schon, so einen dichten Kader haben sie nicht und das tut ihnen schon sehr weh. Einer, der unbedingt treffen und gewinnen wollte, ist natürlich Osman Bozkurt. Und wie sich der gegen die Ex-Mitspieler getan hat, schauen wir uns jetzt an. Die Neusiedler sind zu Gast in Wiener Neustadt. Beide Mannschaften wollen drei Punkte und die Neustädter wollen unbedingt das erste Tor. Und sie gehen es gleich vorschauen. Sellinger mit dem Ballgewinn gegen Ibrahimovic. Sellinger. Aber Kraus hat mit diesem Schuss keine Probleme, hält sicher. Jürgen Burgemeister sieht einen Eckball der Neusiedler. Kinzel, der bringt ihn gut herein und dann ist es Maurer, der in der Mitte vergibt. Klar, hat den Ball dann sicher in Händen. Noch immer kein Tor gefallen. Sascha Steinacher gesperrt, darf nicht mitspielen. Sieht alles von der Trainerbank. Dann Ulbing, herrlich gemacht gegen Spahic. Ulbing zieht da davon, sein Abschluss aber noch verbesserungswürdig. Tatzer, ein Ex-Neusiedler mit der Flanke. Auf einmal steht Bozkurt ganz alleine in der Mitte. 14. Minute, Osman Bozkurt. Er bricht nicht nur die Torsperre der Neustädter, sondern trifft gegen den Ex-Club. Vorbereiter Tatzer, ein Ex-Neusiedler, Vollstrecker Bozkurt, ebenfalls ein Ex-Neusiedler. 1-0, also für die Neustädter, der Torbann ist gebrochen. Aber so frei darf man einen Osman Bozkurt nicht stehen lassen. Dani Maurer. Das sollte man aber wissen. Maurer dann offensiv einmal tätig, spielt auf Sebastian Todt. Der bringt den Ball gut herein. Kinzel, aber klar, mit der Flugeinheit. Patrick Kinzel, der Abgeber, per Kopf. Dann Freistoß für Neustadt. Sellinger. Der kommt hoch und weit. Kraus dagegen Radulovic. Aber Martin Kraus, sehr sicher im Tor der Neusiedler, hat er in den ersten Runden schon des Öfteren ein Gegentor bravourös verhindert. Beim Tor von Bozkurt war er machtlos. Die Neustädter probieren es mit Kombinationsfußball. Sellinger lässt er den ersten, den zweiten stehen, dann Binder. Mit dem Fehlbar, Sellinger holt sich den Ball nochmal. Elias Weidinger mit dem Stangelpass und dann 2-0. Almir Mujkic, der Torschütze, Bozkurt hat noch verpasst. Mujkic macht es aber dann doch. 2-0. Sehen wir hier in der Wiederholung, da hat er keine Probleme, den Ball einzuschieben. Aber wieder die Zuteilung im 16er der Neusiedler war katastrophal. Nach 25 Minuten führen die Wiener Neustädter verdient mit 2-0 und die machen weiter. Wieder war das Mujkic da auf den Flügel. Brinki.
Und dann der Kapitän höchstpersönlich, Thomas Biermeier, aber sein Schuss geht dann deutlich über den Neusiedler Carsten. Der NSC mit Ibrahimovic. Gutes Zusammenspiel mit Uli Sebastian. Dort wird dann geblockt. Wieder was. Biermeier, der ist vorne und hinten aufzufinden. Der will endlich den ersten Sieg einfahren. Halbzeitstand also 2:0 für die Heimischen aus Wiener Neustadt. Nach dem Seitenwechsel die erste gute Chance. Francis Bolland mit der Möglichkeit. Wäre eigentlich Abschluss gewesen. Kein Eckball. Aber bei den Neusiedlern will der Ball einfach nicht rein. Wie schaut es bei den Neustädtern aus? Binder mit der Ecke. Kurz abgespielt auf Biermeier. Aber auch der Ball geht deutlich am Tor drüber. Und Sascha Steinacher und seine Mannen, die laufen einem 0:2 weiter nach. Die Neustädter haben aber auch viel Platz zum Kombinieren. Sheriff, da am rechten Flügel, der bringt den Ball in die Mitte. Das ist Osman Bozkurt, der legt ab für Sellinger. Sellinger, immer noch Sellinger. Aber auch sein Schuss viel zu unplatziert, viel zu hastig mit dem Vollrist. Da hätte es vielleicht die Innenseite getan. Das wäre es vielleicht gewesen mit dem 3:0. Die Neustädter können aber nicht unzufrieden sein. Sie führen hier gegen Neusiedl. Binder probiert es auch. Aber mit diesem Schuss kann man Kraus nicht bezwingen. Jürgen Burgemeister fiebert den ersten Sieg der Meisterschaft entgegen. Biermeier, noch einmal die Neustädter. Das ist Binder gegen Boland. Binder zieht den Ball gleich zur Mitte. Osman Bozkurt und dann Martin Kraus schon geschlagen. Dieses Mal war es nicht Segner, sondern Vodička, der den Ball von der Linie kratzt und verhindert somit das 3:0. Noch einmal die Neusiedler. Vodička mit der Flanke, der kommt gut, Kinzel. Und klar, mit der Parade, Patrick Kinzel, das war die letzte Möglichkeit im Spiel. Die Neustädter gewinnen gegen Neusiedl mit 2:0. Ja, ja, Ossi Bozkurt, der Goalgetter, macht das 1:0. Flanke Erik André Tatzer. Neusiedler, Ex-Neusiedler, Co-Produktion. Ja. Bozkurt braucht nur mehr Danke sagen. Aber ich glaube, sie haben lang genug mit ihm zusammengespielt, oder? Dass ich einen Bozkurt 2 Meter vor dem eigenen, also vom Tor nicht alleine stehen lassen darf, hätten sie wissen können, oder? Klingt immer gut, aber funktioniert halt nicht immer, sonst würden solche Sachen nicht passieren. Und es gibt viele Spieler auf der Welt, wo man weiß, man muss furchtbar auf sie aufpassen und sie treffen trotzdem und sie stehen immer wieder frei. Da sind ja ein bisschen schlitzohrig auch und das gehört auch dazu. Und ja, so ist das Spiel. Bozkurt also getroffen, Mujkić getroffen, 2:0 Sieg der Neustädter. Ja. Die ersten Tore und also auch der erste Sieg. Jetzt hat man 4 Punkte am Konto. Ja. Hat man sich da jetzt so ein bisschen, wir haben auch mit Heinz Griesmeier geredet nach dem letzten Live-Spiel, der hat auch gesagt, naja, es fehlt ein bisschen was und vielleicht braucht man da einen Sieg einmal und so. Und vielleicht fahren wir den jetzt an und jetzt haben sie ihn. Nein, und das ist ja das Wichtige, dass du sagst, wenn du startest, und du gewinnst nicht gleich, dann musst du es halt in den dritten und vierten Spiel holen. Wenn es dann nicht passiert, dann kann es dir passieren, dass du die ganze halbe Saison weg bist und da hinten drinnen hängst und nicht mehr rauskommst. Und mittlerweile schaut es so aus, dass jeder anschreibt und punktet. Wenn wir schauen, wie es morgen ist, weil es wird dann auch noch interessant, kommt auch der Letzte wieder zu einem Sieg, dann wird das durchgemischt, dann wird es eine sehr enge Saison für alle Clubs mehr oder weniger. Ne? Und jetzt haben sie es mal geschafft und jetzt schauen wir mal, wie wir dann am Wochenende jetzt die nächsten Spiele sind, ob sich das jetzt ein bisschen trennt, ob sich das ein bisschen dehnt oder ob das so zusammenbleibt, dass noch immer, sag ich, was haben wir nachgeschaut, der Sechste hat genauso viele Punkte wie der Zwölfte. Ne? Genau, so ist es. Norbert, wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder für Sie da mit der Tabelle und der nächsten Runde. Wir sind gleich wieder da, wir machen eine kurze Werbung. Ja, wir sind wieder zurück und haben jetzt ganz kurz noch geredet, die Neusiedler. Die Neusiedler haben jetzt 4 Spiele, 1 Sieg, 3 Niederlagen. Hm. Sind jetzt auch in diesem breiten Mittelfeld mit 3 Punkten.
jetzt spielfrei am Wochenende. Das heißt, die können jetzt auch keine Punkte gut machen. Ist das eher negativ oder ist das eher positiv zu sehen, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt eine ganze Woche zu trainieren? Oder zu sagen eher so, ja, wenn die jetzt alle gewinnen, dann sagen wir, oder ist das wurscht? Man kann es so auslegen, wie man will. Auf der einen Seite, wenn man sagt, man ist gerade nicht so gut in Schuss, sagt man, super, wir haben eine Woche kein Spiel, da können wir ein bisschen anders trainieren, da haben wir mehr Zeit, sich am nächsten Gegner vorzubereiten. Sagst dann, du bist gut in Schwung und hast die ersten drei Spiele super gespielt und viele Punkte. Sagst dann, schade, dass es nicht weitergeht, wir werden unterbrochen, es ist ein Nachteil für uns. Wichtig ist, dass man es so rüberbringt, dass es keinen stört und dass er einfach dazugehört und man rechnet, man weiß am Anfang der Saison, wann man spielfrei hat und das so gut nützt, wie es möglich ist. Ich sehe es nicht als Vorteil oder Nachteil, es ist nur schade, dass es überhaupt einer spielfrei ist. Genau, so schade ist es. Wir sind halt leider nur 13 und da schauen wir uns jetzt einmal die Tabelle an. Erster BSC, ASK, BSC, Brugg an der Leiter 9 Punkte, zweiter Wiener Sportclub 9, dritter Leobendorf 9, dann Stripfing mit 6, Wiener Neustadt mit 4, fünfter Platz auf einmal von Wiener Neustadt. Ne? So schnell kann es gehen mit einem Sieg von ganz unten nach fast ganz oben. Mauerwerk, 3 Punkte, da wird es auch haarig. Ein Spiel erst am Konto beim FC Mauerwerk und andere haben schon 4 Spiele. Dann das Team Wiener Linien, Dreiskirchen, Admira, Machfeld, Mannsdorf als 10. Neusiedl, Trasburg und Schlusslicht, Wiener Viktoria. Schauen wir uns die nächste Runde gleich an. Ich lese sie vor und dann sprechen wir ganz kurz noch zu den Spielen. Trasburg, Team Wiener Linien. Die Trasburger jetzt wieder gewonnen, endlich angeschrieben. Genau. Das war mal wichtig, glaube ich, für die Burgenländer. Und jetzt kommt das Team Wiener Linien, die haben für mich etwas überrascht mit einem 2-0 Heimsieg, eben über die Neusiedler. Ja, wobei, ich glaube, die zwei sind so meiner Einschätzung nach auf Augenhöhe, also wird ein sehr interessantes Spiel. Und der gewinnt, kann sich ein bisschen von unten absetzen. Und das sind diese Spiele, wo ich sage, das sind nicht die Meisterschaftsfavoriten. Das sind bei so einer kleinen Liga mit 13 Clubs die Mannschaften, die so zwischen Platz 7 und 13 sind. Und das sind direkte Duelle. Wenn du die gewinnst, dann geht es dir das ganze Jahr besser. Das nächste Spiel, unser Live-Spiel, wir verraten es doch, Dreiskirchen gegen Wiener Viktoria. Ja, ähnlich. Jetzt in der Situation ähnlich. Die Dreiskirchener sind halt für uns, da sage ich schon auch uns, vor Meisterschaftsbeginn und wir haben das Vorbereitungsspiel gegen den Wiener Sportclub gesehen, wo sie wirklich so hervorragend gespielt haben, wo wir gesagt haben, kann auch ein Geheimfavorit werden. Jetzt sind sie in alte Muster verfallen, machen Fehler, schießen wenig Tore, haben zwar Ballbesitz, ist wenig. Schauen wir, ob sie effizienter werden, ob sie sich da durchsetzen können, weil sonst, ist so wie letztes Jahr, sind sie auch da hinten drinnen. Wenn man hinten drinnen steht, gewinnt man eher die Spiele, indem man hinten zumacht, keine Tore bekommt, als permanent versucht, welche zu schießen. Da gehören sie dann nicht hin und da werden sie sich, wenn sie jetzt nicht in den nächsten 1-2 Runden so anschreiben, dann schwer tun. Und Wiener Viktoria braucht ja auch dringend Punkte. Jetzt hat man gegen den Sportclub zwar 0-3 verloren, aber man hat auch sehr viele Chancen gehabt. Also so schlecht war dieses Spiel jetzt auch nicht. Der Wiener Sportclub trifft auf Wiener Neustadt. Auch am Freitag um 19.30 Uhr, auch sehr gespannt, ob der Sportclub die weiße Weste behält. Am Samstag dann eigentlich ein Topspiel, Stripfing gegen Brugg. Ja, also von der Tabelle her absolutes Topspiel und die Brugger top drauf und zu Recht Tabellenführer momentan und das wird sehr interessant und schauen wir, ob so ist wie gegen Mannsdorf, dass man dann sagt, die Stripfinger sind eine Klasse besser und da kommt man halt nicht hin oder ob sie ihnen was wegnehmen können. Die Stripfinger für mich am Wochenende etwas glücklich. Ich habe das Spiel auch gesehen. 2-1 Sieger gegen die Admira Juniors, obwohl sie einen Elfer verschossen haben. Dann doch war für mich nicht jetzt überzeugend, dass ich sage, die haben wirklich super gespielt, muss ich ehrlich sagen. Am Samstag dann auch noch Leobendorf gegen FC Machfeld-Mannsdorf. Und das ist auch das letzte Spiel der Runde, weil am Sonntag Mauerwerk gegen Admira ist schon abgesagt. Die sind immer noch in Quarantäne. Die Mauerwerk-Spieler kommen erst Ende der Woche wieder raus. Am Montag soll es wieder mit dem Training losgehen. Ist auch ein Wahnsinn, oder? Ein Spiel, alle anderen, oder es gibt einige dann schon mit 5 Spielen. Ist man da auch benachteiligt? Ich habe dann scherzhalber bei uns in der Redaktion Renta Schmäh schon, so wie die sind eh Profis, die können Vormittag, Nachmittag spielen.
Ja, aber andererseits, wenn man es so professionell aufzieht oder so viele Profis hat und so tut, als wäre es so professionell und so gut aufgebaut, dann sollte man auch ordentliche Tests machen. Und dann gibt es auch Tests, wo man nicht 10 Tage zu Hause bleiben muss, wie Privatpersonen. Und da haben sie, glaube ich, einen großen Fehler gemacht. Und das geht auch anders. Dann hätten sie vielleicht schon das eine oder andere Spiel mehr gespielt und wären im Training. Also da scheint mir, dass es ein bisschen an der Organisation hapert, weil es, glaube ich, nicht notwendig. Und wir hätten eine bessere Statistik als 96,22%. Ich bin auch schon gespannt, wo sie jetzt die 3, 4 Spiele nachholen. Es wird dann schon langsam dunkel und ich glaube, die Mauerwerker haben kein Licht, dass sie abends spielen können. Also es wird auch dann sehr interessant von den Terminen her, wann sie diese Spiele nachholen, wenn man nur unter Tag spielen kann. Ja, die Admira ist zum Beispiel schon ein Heimspiel. Ja? Hm? Die Wiener Linien haben sie, glaube ich, auswärts, was ich weiß. Da sind einige dabei, ja, das könnte eng werden. Aber da hast du recht. Gibt es irgendwie von dir noch etwas, was du uns kundtun willst und sagen willst? Jetzt? Jetzt? Wie ist das erst nachher? Haben wir noch so viel Zeit? Wir haben immer so viel Zeit, wir überziehen nie. Wir sind immer rechtzeitig fertig. Na, das wissen nur wir. Nein, wir überziehen die ganze Zeit, wir reden immer zu viel, du bist ein Wahnsinn. Was ich den Zuschauern natürlich auch noch sagen muss, weil du ja schon wieder reden willst, ist das Team der Runde, das Tor der Runde. Diese Sachen gibt es natürlich erst dann, wenn auch alle Spiele gespielt worden sind in dieser Runde. Jetzt hat der Wiener Sportclub natürlich das Nachtragsspiel der ersten Runde gehabt, ein anderer hat ein Nachtragsspiel der zweiten Runde gehabt, der andere hat ein Spiel der vierten Runde gehabt. Entschuldigung, die dritte Runde hatten wir ja schon, ein Team der Runde und den Torschützen André Todorowski mit seinem Direktcorner, den haben wir schon gekürt. Das heißt, diese 3 Runden fehlen bei uns noch, können wir aber erst nachbringen, wenn alle Spiele über die Bühne gegangen sind. Das wird spannend, wie du das dann alles unter den Hut bringst und wie du das dann meistern wirst. Ja. Ich habe eine Liste schon gemacht, bei mir in der ersten Runde. Weil ich glaube, das wird sehr schwer. Zweite Runde am Zettel ist. Also, die habe ich schon. Ja. Es wird schwer natürlich mit den Toren und dem Voting. Nicht? Also so hätte man vielleicht 3, 4 Tage Zeit für ein Voting und so hat man halt vielleicht nur einen Tag Zeit für ein Voting. Muss man halt seine Freunde und seine Bekannten da schon mehr ansticheln, dass sie dann für einen voten. Also das wird schon funktionieren. Aber es waren auch in dieser Runde wieder ein paar Tor der Runde Kandidaten dabei, oder? Dimov, Elber waren schon 2 ganz feine Weitschüsse, oder? Bellian, der Freistoß zum Beispiel auch beim Sportclub, wunderschön auch. Ja. Aber du nicht beeinflussen jetzt schon, jetzt das Voting beeinflussen ist nicht gut. Wenn man das ja, aber das waren schon von mehreren Runden jetzt eine Auswahl. Also das war jetzt nicht so, dass das nur eine Runde war. Okay. So ist das eben. Eines muss ich noch ansprechen, ganz kurz. Rote Karte, Günter Arnberger am Wochenende gegen den Wiener Sportclub war schon ein bisschen, er hat selber auch gesagt. Hat er sie gesagt? Ja, wichtig ist, dass er es auch selber so sieht und dass er es auch so kundtut, weil es war, glaube ich, schon sehr, sehr böse. Also da hätte schon viel passieren können. Gott sei Dank aber wenn er sich entschuldigt hat und wenn er das auch so gesehen hat, dann nachhinein kann man es eh nicht ändern. Ich glaube, halt, er wollte enthusiastisch mit aller Macht verhindern, dass noch ein Tor bekommen, ja, gehört auch dazu, hat halt ganz schier rausgeschaut und hätte auch anders ausgehen können für den Julian Küßler. Also. Aber es ist nichts passiert und das ist das Gute. Ich war nicht dabei, wenn du sagst, er hat das sofort erkannt. Ja, er hat das auch schon. Dann, er hat sich entschuldigt und hat auch gesagt, die Sperre geht in Ordnung. Ja, nein, dann wischen wir es weg und er wird eh gesperrt werden. Und ist er schon, ein Spiel, Sperre hat er bekommen. Okay. Ist okay. Ja. Wichtigsten war beim Ganzen, dass den Julian Küßler nichts passiert ist und dass er es einsieht und dass er es auch vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen anders macht, wenn er es schon tun muss. Genau, den Torraub. Norbert, ich sage danke, dass du hier warst. Wir sehen uns natürlich morgen bei unserem Live-Spiel in Traiskirchen. Ach, Treffpunkt 18.30 Uhr. Letztes Mal warst du brav und pünktlich und war in Ordnung. Hast du den Jan Feldmann nicht getroffen, mit dem du tratschen kannst. Ja. 18.30 Uhr, also unser Live-Spiel Traiskirchen gegen Wiener Viktoria. Alle anderen Spiele gibt es natürlich bei uns wieder im Livestream auf Krone.at, auf Facebook, auf Fan.at. Und Fan.at natürlich, hast du auch schon gesagt, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Alle Spiele, alle Tore der dritten Liga, jetzt einmal der Regionalliga Ost und dann noch weiters der Regionalliga Mitte, West und der Elite liegen natürlich bei uns auf Fan.at in der App. Holen Sie sich's, www.fan.at, holen Sie sich die Apps, es zahlt sich aus, Sie sind immer am Laufenden, der Norbert hat sie schon, ich habe sie auch schon lang,
Wir benutzen sie. Ah, und die Push-Mitteilungen während des Spiels sind top. Funktioniert. Super. Ja, funktioniert. Freut mich. Man ist immer am neuesten Stand. Sehr gut. Ja. Dann sage ich Dankeschön, Norbert. Bitte gerne. Nicht vergessen, 18.30 Uhr morgen. Vergesse ich sicher nicht. Du kriegst doch eine Erinnerungsnachricht von mir. Und bei Ihnen, eine Push. Eine Push. Gut. Bei Ihnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und sage Dankeschön. Bis morgen. 19.25 Uhr fängt unsere Live-Übertragung an hier bei uns auf Krone TV. Bis dann wieder. Tschüss.